Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit meinschiffberater.com bringen wir dich an Bord und damit herzlich willkommen zu meinem Jahresrückblick 2021. Ja, es ist schon wieder soweit. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und dementsprechend ein guter Anlass, noch einmal zurückzusehen auf die letzten Monate, was wir alles gemeinsam, was ich mit euch gemeinsam virtuell natürlich auch erlebt habe. Und ich möchte euch einmal ganz offiziell hier mein neues Videostudio zeigen, das ich mir dieses Jahr eingerichtet habe. Ich habe schon seit einigen Monaten im Betrieb für die Cruise News von meinschiffberater.com, die ich einmal die Woche aufzeichne hier in diesem Studio, wenn ich nicht gerade unterwegs bin. Und ja, da bin ich sehr froh, dass ich jetzt auf Knopfdruck auch von zu Hause aus Videos aufnehmen kann. Und ja, ist einfach eine tolle Entwicklung. Ich weiß, es ist noch nicht perfekt, gerade auch was die Akustik angeht. Also ich muss noch an dem Schall arbeiten und damit entsprechende Materialien noch ein bisschen die Wände ausrüsten, um hier eine bessere Akustik für euch noch zu ermöglichen. Aber das Grundgerüst ist schon mal da. Ich kann jetzt hier zu Hause in dem Studio für euch ganz einfach Videos aufnehmen und das freut mich schon mal sehr. Ja, und ansonsten 2021 ein sehr spannendes Jahr. Wenn wir ein Jahr zurückschauen, wo wir da standen, nur eine Handvoll von Schiffen waren unterwegs weltweit. Ja, und es war im Grunde gar nicht absehbar. Wie wird sich das Ganze jetzt im Jahr 2021 entwickeln? Und man muss ja nun wirklich sagen, wenn man jetzt zurückschaut aus der heutigen Perspektive, es hat sich sehr positiv entwickelt, auch wenn wir natürlich noch lange nicht wieder da sind, wo wir in der Kreuzfahrtbranche ja eigentlich hin möchten. Und zwar zurück zur Normalität. Das Ziel ist noch nicht erreicht, ganz klar. Wir sind immer noch mitten in der Pandemie, aber wir haben zum Glück eine deutliche Besserung im Vergleich zum Zeitpunkt jetzt vor einem Jahr erreicht. Da waren eine Handvoll Schiffe unterwegs und jetzt ist wirklich der Großteil der weltweiten Kreuzfahrt-Reedereiflotten wieder unterwegs. Also wirklich eine tolle Entwicklung. Das hat mir natürlich auch ermöglicht, dieses Jahr viel für euch unterwegs zu sein, euch die verschiedenen Schiffe, Konzepte und Destinationen vorzustellen. Wenn wir mal reinschauen, mein Jahr in Zahlen, also es sind 22 Kreuzfahrten tatsächlich geworden dieses Jahr und insgesamt habe ich 186 Nächte, also über die Hälfte des Jahres an Bord von Schiffen verbracht. Ja, eine beachtliche Zahl, mit der ich auch nicht gerechnet hatte zu Beginn des Jahres. Also ja, es war eben zu Beginn noch sehr eingeschränkt und selbst die ersten Monate dieses Jahres war noch nicht so, ja, dass man wirklich viel an Vielfalt zeigen konnte. Aber darauf kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Und wenn wir uns die YouTube-Statistik anschauen, das ist auch eine Grafik, die ich euch aus einem bestimmten Grund zeige. Das kommt gleich im nächsten Schritt. Sehen wir also insgesamt erstmal 1 Million Aufrufe. Ist natürlich toll, eine solche Zahl zu erreichen. Wenn man bedenkt, dass das Ganze vor ja, 2, 3 Jahren noch Hobby war und jetzt eben ein Beruf, freut es mich natürlich sehr, dass es innerhalb dieser kurzen Zeit doch auch diese Entwicklung angenommen hat. Denn man muss auch ganz ehrlich sagen, das war alles so gar nicht geplant im Grunde vor einigen Jahren. Da war es wirklich ein Hobby, euch mitzunehmen auf meine Urlaubsreisen. Und ja, nun, aber umso stolzer und schöner ist es natürlich, ja, dass es geklappt hat und ich euch jetzt das ganze Jahr über immer mitnehmen kann. Und wir sehen in dieser Statistik so, ja, drei wesentliche Ausschläge, ne? Also es ist kein Puls oder so, den ich hier gemessen habe, sondern es ist tatsächlich von Januar bis Dezember die YouTube-Statistik von den ganzen Videoaufrufen. Diese Ausschläge sind im Wesentlichen dann immer die deutschen Kreuzfahrtreedereien. Also ich muss natürlich auch mal schauen, was ist für euch eigentlich interessant, worüber berichte ich. Und ja, wenn wir auf die Zielgruppe schauen, also wer schaut eigentlich unter euch hier dazu, da sehen wir 13- bis 17-Jährige haben 0%, das ist die ganz obere Zahl, ihr könnt sicherlich nicht lesen in den Zahlen. Und 65 plus, also alle, die von euch über 65 Jahre alt sind, die machen tatsächlich 25,8% aus. Und 55 bis 64-Jährige machen nochmal 25,4% aus. Das heißt, über die Hälfte von euch sind über 55 Jahre. Das heißt, statistisch gesehen müsst ihr jetzt die Hälfte von euch schreien, Juhu, ich gehöre dazu. Und die andere Hälfte ist dann ja, 35 bis 54 ungefähr. Es sind noch ein paar dabei, die im Alter auch sind, 25 bis 34, aber das sind tatsächlich nur 10%. Ja, weshalb zeige ich euch das Ganze eigentlich? Mein Ziel für 2022 ist, dass ihr mehr mitgestalten könnt, was hier auf diesem Kanal passiert. Bisher ist es immer so gewesen, ich habe vermutet, was interessiert euch eigentlich oder was könnte euch interessieren. Jetzt möchte ich aber von euch wissen, was interessiert euch denn wirklich, wenn wir für nächstes Jahr die Berichterstattung planen. Zielgerichtete Berichterstattung entsprechend eurer Bedürfnisse ist dementsprechend ja, der Plan für nächstes Jahr, damit diese Spitzen, die dann eben ausgeschlagen sind, da habe ich ja erkannt, okay, da war jetzt besonders großes Interesse da, dass diese Spitzen vielleicht noch häufiger werden oder noch ausgeprägter, damit ich einfach euch das zeigen kann, was euch interessiert.
Um euch das zu zeigen, was ich dieses Jahr gemacht habe und ihr daran vielleicht ein bisschen Feedback nachher in den Kommentaren auch geben könnt, zeige ich euch einfach mal einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2021 und dann könnt ihr nachher in den Kommentaren schreiben, davon ein bisschen mehr, davon ein bisschen weniger. Fabian, vielleicht macht auch das nochmal. Das würde mich dann auf jeden Fall sehr freuen. Also ich danke euch jetzt schon mal für eure tatkräftige Unterstützung. Auch gerne per E-Mail, per Nachrichten, auf Facebook oder Instagram. Auf allen Kanälen, über die ihr mich erreichen könnt, könnt ihr mir gerne Feedback geben. Ja, begonnen hat mein Jahr auf der Mein Schiff 1. Das war letztes Jahr eine Reise, die schon Ende 2020 begonnen hatte. Eine dreiwöchige Weihnachtskreuzfahrt an Bord der Mein Schiff 1. Es ist bei mir inzwischen große Tradition, Weihnachten auf Kreuzfahrtschiffen zu verbringen. Ich glaube, es war mein achtes Weihnachtsfest auf einem Schiff. Und so war ich da unterwegs. Es ging noch bis in den Januar hinein. Am 7. Januar bin ich dann zurückgekommen von dieser tollen Reise über Weihnachten und Silvester. Das war dann eben auf der Mein Schiff 1. Und dann war erstmal eine relativ große Pause für mich über einen Monat, also aus heutiger Sicht große Pause, bevor es dann auf die MSC Grandiosa ins westliche Mittelmeer ging. Also mal wieder eine internationale Reise auf MSC Grandiosa. Das war zu dem Zeitpunkt auch das einzige Schiff der gesamten MSC-Flotte, die das fuhr. Wenn wir jetzt hören, dass MSC für nächstes Jahr plant, die gesamte Flotte wieder in Betrieb zu haben, da sehen wir einfach die Entwicklung, wo wir Anfang dieses Jahres standen und wo wir schon Mitte nächsten Jahres stehen. Das heißt, die gesamte Flotte ist dann auch wieder unterwegs. Da war ich dann eben unterwegs im westlichen Mittelmeer. Ja, eigentlich, ich überlege gerade, es waren nur italienische Häfen, genau, ja, das war da die Vorgabe der Behörden, dass nur italienische Häfen angelaufen wurden. Das Ganze habe ich dann auch nochmal privat gemacht, als Urlaub. Und da einfach beruflich nicht so viel möglich war, war ich dann auch nochmal privat als Urlaub auf der Mein Schiff 1 auf den Kanaren für 2 Wochen. Im März war das. Weil, ja, was sollte ich euch groß zeigen? Also immer wieder auf dieselben Schiffe zu gehen, um darüber zu berichten, ist dann ja auch nicht so zielführend. Dementsprechend einfach mal die Kamera zu Hause gelassen. Und ja, kurz vor der Bachelorphase, den Bachelor habe ich dieses Jahr übrigens auch erfolgreich abgeschlossen, dann nochmal 2 Wochen einmal ein bisschen ausspannen und dann zielgerichtet ins Studium wieder zu gehen. Ja, dann ging es weiter. Endlich hat AIDA wieder abgelegt mit AIDA Perla. Am 20. März war es, glaube ich, ging es dann los auf eine Kanaren-Rundreise. AIDA hatte ja kurzfristig schon mal wieder begonnen über die Weihnachtsfeiertage 2020 und dann gab es ja diesen Hackerangriff, wo AIDA bedauerlicherweise von betroffen war. Dann stand die Flotte erstmal wieder für ein paar Monate still und dann war ich dabei beim Restart von AIDA Perla. Das war zum Beispiel einer dieser großen Ausschläge, wo die Aufmerksamkeit besonders groß war, wo ihr großes Interesse daran hattet, das neue Konzept von AIDA Perla vorzustellen. Es war da so, dass eben nur geführte Landausflüge möglich waren. Es war ein Bubble-Prinzip. Und noch nicht so wirklich viel Normalität wieder zurück an Bord. Also die Richtlinien waren sehr strikt und trotzdem war es aber eine sehr schöne Reise. Erinnere ich mich gern zurück auf den Kanaren mit der AIDA Perla. Ja, und die nächste Reise wieder entlang der Kanaren. Ihr denkt euch ja Kanaren, 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 aber wenn wir uns zurückerinnern an den letzten Winter, es war ja sonst nicht wirklich viel möglich. Es waren eben immer die Kanaren als Winterfahrtgebiet da und ansonsten ja, blieb nicht viel Abwechslung. Dementsprechend war Reise Nummer 6 dieses Jahr auch wieder auf den Kanaren, dafür aber eine Jungfernfahrt und zwar mit dem World Voyager von Nikko Cruises. Das Ganze war durchaus sehr spannend. 10 Tage ging es da los von Teneriffa über die verschiedenen Inseln, unter anderem auch El Hierro, also eine kleinere Insel mal, die sonst von den großen Schiffen gar nicht so angesteuert werden. Und da ist dieses Bild zum Beispiel entstanden, dieser Zodiac-Ausflug. Sehr, sehr spannend gewesen, da einmal unterwegs zu sein mit den kleinen Schlauchbooten, das Ganze da auch im Reisepreis unterhalten. Dennoch war es auch da noch so, dass nur geführte Landausflüge möglich waren. Also so ein individueller Landgang war auch im April. Am 10. April hat die Reise begonnen. Ja, noch nicht wieder möglich, aber durchaus eine sehr schöne Jungfernfahrt und für mich ja auch eine besondere Ehre, direkt als Erster mit dabei gewesen zu sein. Ja, Reise Nummer 7, dann wieder im westlichen Mittelmeer, dann wieder mit einer internationalen Reederei, mit Costa, diesmal mit dem Flaggschiff Costa Smeralda war ich unterwegs eine Woche entlang der italienischen Häfen. Das Ganze auch wieder eine Bubble-Reise ohne ohne individuelle Landgänge, aber auch sehr schön gewesen. Das war im Mai, das Wetter hat schon ganz gut mitgespielt und die Costa Smeralda, muss ich ja wirklich sagen, hat mir sehr gut gefallen, hat mich sehr positiv überrascht. Gerade wenn man das mit den anderen Costa-Schiffen auch vergleicht, hat sich da wirklich richtig viel getan und ich freue mich schon auf die nächsten Neubauten und Schwesterschiffe von der Costa Smeralda. Ja, dann die erste Ra oder einer der ersten, ich glaube, es war die zweite oder dritte Abfahrt, die ich mitgemacht habe mit der AIDA Sol auf der sogenannten Ahoi-Tour. Da ging es dann in Deutschland wieder los, nachdem, ja, oder Inlandstourismus, darunter fielen dann eben leider auch immer die Kreuzfahrten, die ab bis Deutschland fuhren, waren ja lange Zeit verboten im letzten Winter und dann war es endlich wieder möglich,
auf Kreuzfahrt ab Deutschland zu gehen. Da war ich auf einer 3-Tages-Reise mit der Ida Sol von Kiel bis Kiel. Wir haben nur Panoramafahrten gemacht. Landgänge waren zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich in Nordeuropa. Wir sind an Kopenhagen vorbeigefahren und haben Aida Diva im Hafen oder vor Skagen besucht. Das war auch sehr schön. Ein sehr besonderer Moment. Ja, war schön. Muss man einfach mal so sagen. Ja, und kurz danach ging es dann auf Aida Blue direkt aufs nächste Aida-Schiff. Denn Aida Cruises hatte ja dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum. Da durfte ich dabei sein in Griechenland auf einer Fahrt durchs östliche Mittelmeer. Und man muss sagen, war auch wirklich ganz besonders, was an Bord gemacht wurde. Ein emotionaler Tag, der Geburtstag von Aida Cruises, war dann noch eine Übertragung auch im Theatrium und den ganzen Tag wurde eine Primetime gemacht von dem Entertainment Manager Tobi, der wirklich viel Programm auf die Bühne auch gezaubert hatte. Und ja, schöne Reise im östlichen Mittelmeer, auch schöne Erinnerung, absolut. Ja, und dann ging es los mit ganz vielen Flusskreuzfahrten dieses Jahr. Zunächst war ich auf der MS Andorinha, die für Viva Cruises einige Monate unterwegs war, auf dem Douro in Portugal, übrigens ein sehr, sehr schönes Fahrtgebiet und vom Schiff her auch absolut luxuriös, eigentlich für den amerikanischen Markt gemacht, aber jetzt für einige Monate dieses Jahr unterwegs gewesen, auch für den deutschen Markt. Dementsprechend eine besondere Gelegenheit, dieses Schiff auch mal kennenzulernen. Dann war ich noch auf der Arosa Brava auf dem Rhein, auch eine der ersten Reisen nach dem Neustart von Arosa. Auf der Lady Diletta von Plantours-Kreuzfahrten auf dem Main und weiter nochmal direkt Reise Nummer 13 auf der neuen Nikos Bibit von Nico Cruises auf der Mosel und dem Rhein. Ja, ihr fragt euch sicherlich, warum jetzt so viele Flusskreuzfahrten direkt am Stück? Ja, das hatte den Grund, dass eben, wir haben eben darüber gesprochen, letztes Jahr zu dieser Zeit noch gar nicht so richtig absehbar war, was dieses Jahr wieder möglich ist. Dann habe ich im Laufe des Winters und Frühjahrs einige Anfragen bekommen für die Berichterstattung auf diesen Flüssen eben, die ich gerade euch gezeigt habe. Und da war es für mich eben noch gar nicht so richtig absehbar, was ist jetzt dieses Jahr alles wieder möglich im Hochseebereich? Bleibt es bei den 5 Schiffen, die fahren, sind es vielleicht dann schon 10 oder 20? Ja, dass es dann irgendwann 200 oder so schon wieder sind, damit hatte ich dann auch nicht gerechnet. Dementsprechend habe ich das erstmal angenommen, um eben auch eine Berichterstattung im Sommer zu gewährleisten, damit ich euch natürlich auch trotzdem was zeigen kann, weil diese Flusskreuzfahrten sind ja durchaus eine schöne und besondere Möglichkeit gewesen. Erstmal Deutschlandtourismus ohne weiter Anreisen. Man hat immer eine medizinische Versorgung auch in greifbarer Nähe. Man muss ja nicht Seetage da befahren, sondern man hat ja wirklich immer nur kurze Strecken auf dem Fluss, wo man zur Not auch mal irgendwo ja, rechts ranfahren könnte. Und was da ja auch besonders war, individuelle Landgänge waren möglich im Vergleich zu den Hochseekreuzfahrten. Also es hatte durchaus seinen Reiz, auf Flusskreuzfahrt zu gehen und individuell eben die Städte in Deutschland oder in der Umgebung hier kennenzulernen. Und ich muss sagen, im Nachhinein betrachtet waren es auch wirklich sehr schöne Reisen, auch wenn die Reichweite, die ich mit Flusskreuzfahrten generiere, einfach immer deutlich geringer ist. Das heißt, aus wirtschaftlicher Sicht von mir aus betrachtet, ist es natürlich nicht so effektiv, auf Flusskreuzfahrt zu gehen. Dennoch finde ich, es gehört einfach dazu zur umfangreichen Berichterstattung, auch wenn 4 am Stück diesen Sommer natürlich im Nachhinein betrachtet auch zu viel waren. Ja. Dann ging es weiter mit der Hanseatic Spirit auf der Nordsee, eine Shakedown-Reise. Bevor die erste offizielle Reise begonnen hatte, durfte ich euch die Hanseatic Spirit einmal kurz vorstellen. 3 Tage oder 2 Tage war ich auf der Nordsee unterwegs. Ein sehr schönes Luxus-Expeditionskreuzfahrtschiff, also das dritte jetzt im Bunde neben der Hanseatic Nature und Hanseatic Inspiration. Wir hatten einen traumhaften Tag auf der Nordsee, haben eine Zodiac-Rundfahrt gemacht, bei der auch dieses schöne Foto entstanden ist. Klar, das Expeditionsfeeling kommt natürlich trotzdem nicht so richtig auf der Nordsee, aber das Schiff ist jetzt ja für andere Gebiete gebaut und jetzt auch in den Gefilden von Nordeuropa unterwegs, zur wirklich besonderen Expedition zu den Nordpolarlichtern und die beiden Schwestern, was auch sehr erfreulich ist, sind dieses Jahr wieder in der Antarktis unterwegs. Daran war letztes Jahr ja auch nicht zu denken. Und dann ging es für mich auf die erste Reise, die nur für geimpfte Gäste war, die Celebrity Apex im östlichen Mittelmeer. Das erste Mal, dass ich seit langer Zeit mal wieder auf einem amerikanischen Schiff war und ja, kurz vorher noch die zweite Impfung bekommen, sodass das mit den 14 Tagen auch genau passte. Und dann habe ich mich sehr darauf gefreut, eben diese besondere Reise entlang der griechischen Inseln und auch nach Dubrovnik mitzumachen. War wunderschön. Die Celebrity Apex hat mich sehr beeindruckt und ich muss sagen, diese Reise gehört definitiv zu den schönsten dieses Jahr, die ich am besten in Erinnerung habe. Das Wetter hat natürlich auch mitgespielt und hier in der Bucht von Santorin auf dem Bild, ja, wirklich einmalig gewesen, diese Reise so wahrzunehmen. Kurz danach ging es dann auf Aida Mar nach Norwegen.
Die Besonderheit da, es war auch eine Reise nur für geimpfte Gäste und das hat bedeutet, genauso wie auf der Celebrity Apex vorher übrigens auch, dass individuelle Landgänge wieder möglich waren. Lange haben wir darauf gewartet. Im Hochseebereich, wie eben schon erwähnt, auf den Flusskreuzfahrten, hatte ich ja durch die 4 Reisen mich im Grunde schon daran gewöhnt, aber auf dem Fluss, auf den Hochseekreuzfahrten war es dann etwas sehr Besonderes und so habe ich es dann auch genossen, in Norwegen in jedem Hafen individuell rauszugehen, keinen Ausflug zu machen und einfach für euch so ein bisschen zu erkunden, was kann man in der Nähe machen oder was bietet sich an für lokale Ausflugsanbieter, wie zum Beispiel im Geiranger Fjord mit der Wippoutfahrt zu machen, um einfach euch da auch nochmal zu zeigen, was alles so möglich ist. Ja, und es ging dann auch direkt weiter mit der Fortsetzung der Reisen nur für geimpfte Gäste. Die Mein Schiff 5 ist im östlichen Mittelmeer unterwegs gewesen, sodass ich da im September auf der zweiten ganz große Freiheitreise war, also das neue Konzept von TUI Cruises. Ja, wo man dann gesagt hat, wenn nur geimpfte Gäste an Bord sind, kann man ja auch das Hygienekonzept an der einen oder anderen Stelle etwas lockern. Eben individuelle Landgänge sind wieder möglich, Buffet ist wieder möglich, etc. Ja, das war ganz interessant, auch eine schöne Erfahrung. Also auch in den griechischen Häfen nochmal wieder allein rauszugehen und die Mein Schiff 5 zu genießen, wirklich wunderbar. Und dann eine etwas andere Reise dieses Jahr, Reise Nummer 18 mit der Vasco da Gama von Nico Cruises. Das ist ja das Schiff, was ich euch vor 2, 3 Jahren schon mal gezeigt habe, als es noch für eine andere Reederei unterwegs war. Und jetzt hat Nico Cruises nochmal gemeinsam mit dem Betreiber Mystic Cruises nachgebessert, das Schiff nochmal weiter renoviert und muss sagen, es war eine schöne Reise. 17 Tage entlang der westeuropäischen Häfen von Bremerhaven über die Azoren durch die Straße von Gibraltar nach Malaga. Und die Azoren waren wirklich sehr beeindruckend. Also Horta hier auf dem Bild auch zu sehen, mein Lieblingshafen dort gewesen mit der Insel. Also wirklich sehr, sehr schön und beeindruckend auf jeden Fall da diese Reise entlang Westeuropas. Und dann tatsächlich ja auch das Highlight des Jahres, man muss es einfach so sagen, war ich für euch unterwegs 35 Tage in die Karibik und wieder zurück ab Bremerhaven. Das Ganze ohne Flug und ja, es war wirklich einmalig. Also in die Karibik ohne Flug, zweimal über den Atlantik hin und zurück eben zu fahren, das ist schon was Besonderes. Und die karibischen Häfen zu genießen, ist ja auch wirklich ein Fahrtgebiet, wo wir jetzt wieder lange drauf gewartet haben. Letztes Jahr war an die Karibik ja gar nicht zu denken. Dieses Jahr sind wieder sehr viele Schiffe in der Karibik unterwegs, also diesen Winter, was sehr erfreulich ist. Und die Mein Schiff 1 eben auf dieser besonderen Reise. Und ich muss sagen, ich habe dieses Jahr mal ein langes Video produziert, ein XXL-Vlog sozusagen, der fast eine Stunde ging. Und ich war sehr gespannt, wie das Video ankommt. Und bin positiv überrascht, denn knapp 55.000 Aufrufe hat das Video jetzt zum Stand dieser Videoproduktion nach knapp 2 Wochen. Und für ein Video, das fast eine Stunde geht, muss ich sagen, beeindruckt mich das sehr. Also wenn ihr weiterhin Interesse an solchen großen, langen Videos habt, sagt mir das auch gerne mal. Kann ich natürlich auch berücksichtigen in der Redaktionsplanung für nächstes Jahr. Und dann zum Schluss, zum Jahresausklang noch 2 Adventskreuzfahrten auf dem Fluss. Einmal mit der Viva Tiara auf dem Rhein von Düsseldorf über Koblenz und Königswinter und Köln. War auch eine sehr schöne Reise jetzt mit der Viva Tiara. Ist ja auch ein Premium-Schiff mit All-Inclusive-Konzept. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ganz zum Schluss jetzt noch eine berufliche Reise. War ich als Talkgast auf der Mein Schiffberater Gruppenreise unterwegs mit Andy und Rebecca. Auch da an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön, dass ich seit Sommer mit euch beiden oder mit dem Team vom Team Andy, meinschiffberater.com, zusammenarbeiten darf. Freut mich wirklich sehr auf über die Zusammenarbeit. Also großes Dankeschön auch an der Stelle und dass ich auch eben auf der Nikus Bewirt nochmal als Talkgast für eure Kunden mit dabei sein durfte und wir so gemeinsam das Jahr dann auch beendet haben. Ja, und zum Schluss wirklich eine rein private Kreuzfahrt, wo jetzt auch nochmal die Kamera zu Hause bleibt und dafür dann die Personen, die Familie mit dabei ist, die ich sonst viel zu selten mit dabei habe, geht es dann nochmal wirklich als private Urlaubsreise über Weihnachten auf die Mein Schiff 3, wo ich dann auch mich einfach nochmal darauf freue, das Schiff komplett zu genießen, den Tag als Gast zu genießen, keinen Druck zu haben, Videos und Fotos für euch zu machen. Ja, und dann eben im Kreise der Liebsten dann auch das Weihnachtsfest an Bord zu verbringen. So, warum habe ich euch das jetzt so detailliert nochmal alles gezeigt, was ich dieses Jahr gemacht habe? Mich interessiert jetzt einfach mal, was hat euch davon am meisten interessiert?
Worauf könnt ihr in Zukunft eher verzichten? Was wünscht ihr euch für die Berichterstattung im nächsten Jahr? Sollen es eher vermehrt deutsche Kreuzfahrtschiffe sein? Soll ich mich wirklich auf mein Schiff und AIDA konzentrieren? Denn das sind natürlich immer die Reedereien, die bei mir besonders gut laufen, mit denen ich am meisten dann auch ja, betriebswirtschaftlich Umsatz generiere. Von daher einfach mal interessant zu hören, wie eure Interessen da so sind. Oder sagt ihr, ich soll auch mal die internationalen Reedereien wieder vermehrt vorstellen? Das ist ja auch nächstes Jahr alles wieder gut möglich. Celebrity, Royal Caribbean, was es nicht alles gibt. Habt ihr da Interesse dran? Sind es eher dann so die italienischen Schiffe, Costa, MSC, Phoenix? Was haben wir noch alles? Flusskreuzfahrten, was interessiert euch da? Welches Fahrtgebiet, welcher Fluss? Lasst es mich einfach gern wissen, denn letztendlich mache ich die Videos für euch. Es ist das Ziel, dass ihr Spaß und Interesse an den Videos habt. Und das soll natürlich im Jahr 2022 so bleiben oder vielleicht sogar noch besser sich noch weiter ausbauen, sodass wir gemeinsam nächstes Jahr noch mehr erleben und eben das erleben, was euch interessiert. Natürlich achte ich auch immer ein bisschen darauf, dass es dann auch ins Konzept passt. Also ich bin einfach mal gespannt auf das, was als Feedback von euch kommt. Wenn ihr es nicht öffentlich kommentieren wollt oder ihr vielleicht keinen YouTube-Account habt, das ist natürlich auch oft der Fall. Schreibt es mir gerne auf den anderen Kanälen, E-Mails. Also info@kreuzfahrturlauber.de ist meine E-Mail-Adresse oder einfach bei Facebook oder Instagram. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Danke euch auf jeden Fall vielmals dafür, dass ihr dieses Jahr so treu mit dabei gewesen seid, mich begleitet habt auf den ganzen Reisen und das Feedback, was ich zwischendurch von euch bekomme, in Form der Kommentare oder auch Direktnachrichten auf den anderen Kanälen, ist wirklich immer großartig und toll. Dafür bedanke ich mich, bedanke mich für eure Treue dieses Jahr, fürs Zuschauen und es hat mir wirklich ganz besonders viel Spaß gemacht, dieses Jahr mit euch unterwegs gewesen zu sein. Vielen Dank, bis nächstes Jahr. Wir sehen uns wieder im Jahr 2022 auf den Meeren und Flüssen dieser Welt. Ich freue mich drauf, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.